dir was bringen. Oh, Claire. Mein Schurm hat einen Platz auf der Karte verdient. Der große Chulo mit dem Duft? Hab ich gehört, mein Beileid. Erinnerst du dich an seinen Drink? Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier. Und ein Schuss Liebe. Ha, ganz genau. Und den Drink nennen wir? Den Jackie Wells. Genau. Und der erste Jackie Wells geht auf mich. Tatsächlich hätte man jetzt, wo es halt um dieses Getränk geht, drauf kommen können, dass Jackie stirbt. Weil es ja noch hieß, einen eigenen Cocktail bekommen, nur tote Legende quasi. Harter Tag. Heute und jeder Ich hätte andere. Gerne einen Jackie Wells. Was darf's denn sein? Die hat noch keinen Jackie Wells. Die hat nur Johnny Silverhand. Will niemand. Ja, oh, nö, dann nicht. Nein, diese Probleme, dieses Netz, in dem ich gefangen bin, das hast du gesponnen. Das weißt du genau. Ich habe alles verloren. Nochmal deinen Weg. Erledige deine Probleme und deinen ganzen Scheiß. Weißt du was, Rock? Fick dich einfach! Pass auf wen du dich einlässt. Hanam. Rock, ich will mit dir reden. Schon. Ich hab keine Ahnung, wer du bist. Dein Name ist Wie. Und was willst du von mir, Lee? Nach all den Jahren, da ist sie. Scheiße. Rogue, die gemütlich auf einer Couch im Afterlife abhängt. Versuch nicht, sie zu verarschen. Sie hat Röntgenaugen, durchschaut dich sofort. Sag ihr die Wahrheit. Das Mädchen eben. Was hatte sie für ein Problem? Warum fragst du sie nicht selbst? Vielleicht hockt sie noch heulend in einer Ecke. Deine Dienste in Anspruch nehmen. Ich suche einen Mann. Anders Hellmann, ein Top-Techniker, hat für Arasaka gearbeitet. Moment. Anders Hellmann, besorg mir seine Infos. Danke. Nicht so schnell. Erstens, ich arbeite nicht umsonst. Zweitens und drittens, Dexter DeShawn, Jackie Wells, T-Buck. Bei dir läuten die Alarmglocken wie. Du gehst über Leichen und hinterlässt eine Blutspur. Wieso T-Bug? Ist das alles nur einer Pechsträhne zu T-Bug schreiben? T-Bug tot? Hab ich was verpasst? Das ist die dreckige Rogue, die ich kenne. Sprich sie auf den Saka Tower an, wie sie mich vor ihren Augen abgeknallt haben. Okay, das ist noch nicht die sie Auswahl. Alle kannten die Risiken. Solche Scheiße passiert halt. Und zwar jedem. Selbst den Besten. Selbst dir, Rogue. Arasaka Tower. Schon vergessen? Wen hast du da verloren? Johnny irgendwas. Ah, du hast dich gut vorbereitet. Natürlich. Doch hier geht's ums Business. Du brauchst meine Hilfe. Also pack deine Eier wieder ein und hol dafür die Eddies raus. Siehst du? 15.000 Eddies? Ne. Und wenn mir die Kohle fehlt, dann heißt's verpiss dich und schönes Leben noch, oder wie? Nein. Eher komm wieder, wenn du sie hast. Das sind die Spielregeln. Aha. Na dann, wir sehen uns. Bald. Du weißt, wo du mich findest. Ich muss 15.000 bezahlen. Das sollte reichen. Komm morgen wieder, dann reden wir. So, wer ist ganz am Ende der Quest kommt? Lust auf einen neuen Job? Die Frage ist immer, wann ist Ende der Quest? Gut, ich meine, jetzt haben wir noch nicht so viel gemacht in der Quest. Aber die Quest heißt auch Ghost Town. Das ist, glaube ich, gar nicht die, oder? Automatic Love ist eine andere.
Das ist gar nicht die. Wir machen gerade eine andere. Dann machen wir eben erst das. Ist jetzt auch nicht schlimm. Ich will zu Rogue. Sie erwartet mich. Hey Rogue, bin wieder da. Und? Was ist mit Hellmann? Zwei, bitte. Mach mal Platz. Setz dich. Hoffe, du hast ihn gefunden. So viel Entschlossenheit wie bei dir sehe ich selten. Du brauchst den Typen wohl echt. Geht um Leben und Tod. Das ist mir auch schon lange nicht mehr untergekommen. Die Flasche bleibt hier. Schenk dir was ein. Bedien dich. Auf dein Wohl. Eher auf deins. Du hast es nötiger. Danke, Nix. Die Königin des Afterlife. Wer hätte das gedacht? Hab einen Splitter für dich. Sind interessante Infos drauf. Meinst du, sie hilft mir? Pass auf, die Rogue, die ich kannte, war eiskalt. Aber sie hat sich auf ihr Bauchgefühl verlassen. Irgendwas sagt mir, dass sie denkt, dass du in Ordnung bist. Ist das so ein Skin für eine Waffe? Also irgendwas habe ich auch da mit einer Waffe, aber ich glaube, das kann ich nicht nutzen, weil das also, nur für das DLC bereit. Ist, glaube ich. Ich habe nämlich auch bei einer anderen Streamerin Drops gesammelt, aber die kann ich nur einlösen, wenn ich das DLC habe und das habe ich ja nicht. Ja, so eine rote, das habe ich auch. Aber trotzdem danke fürs Anbieten. Aber wie gesagt, ich habe das DLC nicht. Das kostet 30 Euro, das ist mir doch Komm, ein bisschen wir hauen ab. Teuer. Schauen wir uns das mal an. Haben wir jetzt wieder Hellmann so eine taucht auf keiner Gehaltsliste so. Auf, jedenfalls auf keiner offiziellen. Dafür aber in vertraulichen Akten von GNT. Kang Taos Tochtergesellschaft, China-Konzern. Kang Tao nutzt sie seit Jahren als Front, um heiklere Operationen versteckt abzuwickeln. Soweit klar? Denkst du, du kannst ihn aufspüren? Ihn ins Visier zu bekommen, sollte easy sein. In die Finger, das ist eine andere Geschichte. Eine entschlüsselte Karte mit Routen bevorstehender Konvois von Kang Tao. Du denkst, Hellmann wird in einem dieser Transporte sein, richtig? Fragt sich nur, in welchem. Sieh dir mal diese Daten an. Ein einzelner AV, keine Bodenunterstützung, kein Güterverzeichnis. Seltsam. Klar transportiert Kang Tao alles Mögliche, das sie unter der Hand verkaufen wollen, auch schon mal unregistriert. Aber sieh dir mal die Ladung von diesem AV an. Schon im System bestätigt, aber zu leicht. Definitiv keine Fracht an Bord. Aber es gibt eine Passagierliste. Kang Tao Personenschutz und ein VIP. Ein Transfer von GNT. Unser Mann, Hellmann. Soweit die guten Nachrichten. Tja, das war's. Diese wohl. Daten sind streng geheim. Du schnippst und dir fällt alles in den Schoß, oder was? Ich weiß, wo ich suchen muss. Und wem ich ein Messer an die Kehle halten muss. Außerdem verschwende ich ungern Zeit. Besonders nicht mit dummen Fragen. Und was sind die schlechten Nachrichten? Der Einsatzort für die Entführung. Hier. All das ist Luftraum von Night City. Mhm. Da können wir den Transport unmöglich unbemerkt vom NCPD entführen. Und hier sind wir viel zu nah an Kang Tao. Wenn wir den AV auch nur schief angucken, haben wir ihre Verstärkung am Arsch. Aber hier sind die Jackson Plains. Eine enge Schneise direkt vor Night City und außerhalb von Kang Taos Reichweite. Zeit, die Party in Ein toter Punkt. Da hole ich ihn mir. Du brauchst jemanden aus der Gegend, der den Einsatz vorbereitet und die nötige Ausrüstung besorgt. Wird schon schwer genug sein, dieses AV-Teil überhaupt zu verfolgen. Ich kenne die Modelle. Hab im Krieg ältere davon gesehen. Sie sind riesig, trotzdem schnell. Und haben Next-Gen-Abwehrsysteme.
Da kann ich nicht einfach draufballern. Nicht mal mit schweren Geschützen. Bringt nichts. Feuerkraft ist nicht das Problem. Da gibt es immer einen Weg. Und jemanden, der ihn kennt. Oder zumindest eine Lösung basteln kann. Gut. Und du kennst solche dynamischen Hinterwäldler? Nur eine. Panam Pong. Sie hat die Unterstützung ihres Clans verloren, aber sie ist Nomade durch und durch. Sie kennt das Gebiet. Und sie wird dir helfen. Hat gar keine Wahl. Panam ist doch die, die erst... Klingt nicht so toll. Weder für sie, noch für mich. Was kitschiger Klingendes kannst du dir nicht leisten. Ich kann mir nicht leisten, diese Chance mit Hellmann zu verbauen. Dein Einsatz, deine Entscheidung. Aber ein mieses Gefühl wie... Wenn ihr Clan sie rausgeworfen hat, kann man ihr nicht vertrauen. Sorry, für Hilfe dieser Sorte zahle ich nicht. Wenn's dich beruhigt, sie hat sich selbst rausgeworfen, laberte was von Familie, Nomadenidealen, bla bla bla. Ehrlich gesagt, habe ich nach den ersten Sätzen abgeschaltet. Ich dachte, du weißt gern, mit wem du es zu tun hast. Ich weiß genug. Wenn jemand von Idealen faselt, geht es immer um etwas anderes. Meistens um Macht. Zum Glück weder mein noch dein Problem. Panam ist fähig und bereit, dir zu helfen. Mehr musst du nicht wissen. Warum muss Panam mir helfen? Die Sache hat einen Haken. Einen gewaltigen. Panam transportiert gelegentlich Ware für mich. Beim letzten Job. Sagen wir einfach, es war nicht ihr Glückstag. Gab's Komplikationen? Eher eine absolute Tragödie. Panam hat die Ware und ihren Wagen verloren. Sie will sie um jeden Preis wiederfinden. Ich kenne sie. Es geht um ihren Stolz. Okay, ich kann versuchen, ihr zu helfen. Aber wir wissen noch nicht mal, wo wir suchen müssen. Und ob. Ich schon. Du weißt es, sagst es aber nicht, Panam. Und ich soll bei deinem Katz-und-Maus-Spiel mitmachen? Ich versuche nur, eine gute Gelegenheit zu erkennen und sie zu ergreifen. Nehmen wir an, ich hätte ihr alles gesagt. Was glaubst du, wäre dann passiert? Panam hätte ihre Knarre geschnappt und wäre auf Kriegsfahrt gegangen. Das Ende kannst du dir selbst ausmalen. Und nichts hasse ich mehr, als gute Leute aufgrund ihrer Dummheit zu verlieren. Ha, ich bin also ihre einzige Chance. Und sie meine. Zwei Bauern auf Rogues Schachbrett. Du kapierst schnell. Für einen Bauern. Oh, wie. Gut. Sag mir, was du weißt. Rocky Ridge. Eine Geisterstadt vor Night City. Panam weiß, wo sie liegt. Ihr geht hin, holt die Ware zurück und die Karre auch. Als erstes rufst du sie an. Ich gebe dir ihre Nummer. Na endlich. Komm. Alles klar. Danke. Viel Glück. Ich fände es nicht so cool, wenn die Leute einfach meine Nummer rausgeben. Kann ich dir was bringen? Erstmal hier raus. Ist mir zu laut. Ich muss kotzen. Kann ich jetzt hier nicht raus? Oh. Ich dachte, ich bin gefangen. Okay, wir rufen Panam an. Hallo, du kennst mich nicht, aber ich weiß, wer du bist. Hallo. Hey, Panam. Hab deine Nummer von Rogue. Mein Name ist Vi. Ganz toll. Wie will die sadistische Schrulle mich als nächstes ficken? Vergiss Rogue für einen Moment. Ich will dir helfen. Wie großmütig. Aber das kommt etwas zu spät. Also sag Rogue, dass sie mich am Arsch lecken kann. Spar dir das Gelaber für deinen Psychiater. Ich rufe wegen deinem Auto und der Ware an, die du verloren hast. Interessiert? Oder soll ich dich vielleicht auch am Arsch lecken? Güterbahnhof Bonita Street, nahe der Stadtgrenze. Da treffen wir uns. Bis dann. Okay, wir können ein bisschen Auto fahren. Wir haben Jackies Motorrad? Habe ich irgendwie nicht mitgeschnitten, dass wir das haben.
Oh. Okay, ich kann auch da lang. Lang, lang ist's her. Bakako Okada, die Herrin von Westbrook. Wenn du kurz Zeit hast, komm zu mir. Wir müssen eine Rechnung begleichen. Sandra Rosette, du hast das sehr gut gemacht. Du und auch dein Freund. Bis bald. Bis bald, haucht sie mir ins Ohr. Was ist das hier auf der Karte? Hier ist so ein... Ach, Junkladen. Aha. Die ist genau hier. Hol dir deine Belohnung. Nee, das mache ich ein andermal. Das ist Main Quest. Das bremst ziemlich langsam, das Motorrad. Ist schon gefühlt einen Kilometer vorher auf die Bremse. Damit es rechtzeitig anhält. Wie? Hast du Reden? Das ist wichtig. Was ist wichtig? Ich habe vielleicht eine Lösung. Gemeinsames Problem. Ich habe Kontakt zu einem alten Freund von Arasaka aufgenommen. Er ist gerade hier in Night City und kennt einige ziemlich einflussreiche Leute. Alter Freund, einflussreiche Leute. Warum so geheimnisvoll? Komm zum Punkt. Ich habe dir mal gesagt, ich würde an viele Türen klopfen, wenn es sein muss. Wir können uns treffen. Wo? Ich? Sagte Freund, du sagst ihm, was du mir gesagt hast. Was wirklich im Kompeki Plaza passiert ist. Es wird schwer sein, ihn zu überzeugen. Aber es wäre ein Anfang. Ich fahre gerade. Gerade du solltest wissen, dass Night City die Verlässlichkeit eines jeden auf die Probe stellt. Selbst die alter Freunde. Bist du dir sicher mit dem Kerl? Traust du ihm? Wir hätten uns beide schon oft gegenseitig töten können. Ja, ich traue. Na gut. Wo und wann treffen wir uns? Gebannter. Wenn's dunkel ist. Ich schick dir den genauen Standort. Wir sehen uns dort. Wenn du einfach gerade beschäftigt bist, Motorrad zu fahren und du dann auch noch irgendwelche Dialogoptionen wählen musst. Okay, Wakako Okada. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe manchmal noch ein bisschen Probleme, die Namen zuzuordnen. Vergiss nicht, wie Müdigkeit ist aller Laster anfangen. Man sagt mir nach, ich sei manchmal ein wenig ungeduldig. Warten muss kollektiv. Zuerst kommt der große Realitätscheck, der die Zukunft der Welt einläutet. Wenn Geld von Hand zu Hand gereicht wird, fällt dein wahres Ich dem Kapitalismus zum Opfer. Die beste Waffe gegen den Kapitalismus ist ungestörte Meditation. Die Unterdrückung durch die Konzerne endet dann, wenn ihr euch nicht mehr selbst unterdrückt. Ach stimmt, hier. Wir haben dort auch noch dieses Kabuki. Das sind diese Zwillinge. Ich glaube, da waren wir im ersten Stream, oder? Aber da hatten wir noch kein Geld und konnten nicht kämpfen. Robert Wilson, hey, wie, Chum. Tust du mir den Gefallen? Ich will einen Ausverkauf veranstalten. Kein Müll, nur ordentliche Ware. Du kennst mich doch. Das Problem ist, dass mich sonst keiner kennt. Das Geschäft läuft nicht so toll, aber genau da kamst du ins Spiel. Wenn du das nächste Mal in der Nähe bist, komm doch mal vorbei. Bessere Angebote findest du nirgendwo. Und vielleicht kannst du deinen Chums von meinem Laden erzählen. Das wäre echt... Ja, das würde echt helfen. Evelyn, bist du da? Übermittlung der Nachricht nicht möglich. Der Empfänger ist möglicherweise im Moment nicht erreichbar. Okay. Wie komisch ist das denn, mit X und Z zu scrollen? Wer hat sich das denn überlegt? Muammar el Capitan Reyes.
Race oder wie auch immer. Wie, ich hab gehört, du machst dir einen Namen da draußen, aber dir fehlt noch eine neue Bude, oder? Mein Kumpel bei Easy States hat ein paar schicke Wohnungen zu vermieten und die können auch deine aktuelle Bleibe für dich renovieren. Wirf einen Blick auf die Netpage oder schau persönlich vorbei, bevor irgendein Gonk dir das Apartment deiner Träume vor der Nase wegschnappt. Ich glaube, das hier wird dir echt gefallen. Ja, ich guck's mir mal an. Richtige Entscheidung, Lee. Du wirst den ganzen Kram lieben, den ich im Angebot habe. Waffen, Autos, Apartments, meine Leute bekommen bloß das Beste. Okay, alle Nachrichten gelesen. Wenn wir zusammenarbeiten, sollte ich mich vorstellen. Man nennt mich El Capitan. Und dich nennt man Lee. Muss mich ja gar nicht mehr selbst vorstellen. Hast du schon gemacht. Wenn jemand mit was Geschäftlichem zu mir kommt, kümmere ich mich drum. Tag und Nacht. Verstanden? Ei, ei, Captain. Wo wir dabei sind, brauchst du einen neuen Schlitten? Einen Motorrad? Ich hab alles. Echte gute Preise. Meld dich einfach, okay? Ich hab schon wieder eine SMS bekommen. Von Takemura. Was? Nachts verlässt der Fuchs den Bau hinter dem fünften Bambusrohr im Dorf und geht auf die Jagd. Er stillt seinen Durst am Wasserloch, während er auf dich wartet, sucht er sich einen schattigen Ort unter den Kirschblüten. Der Fuchs ist vorsichtig, er wird erst wieder hervortreten, wenn er sicher ist, dass das Wasser nicht vergiftet wurde. Machen wir jetzt hier Bilderrätsel? Amateurin, ja, hier ist Takemura. Ich benutze ein Wegwerfgerät und eine sichere Verbindung, aber ich hielt es trotzdem für vernünftig, meinen Geheimcode zu benutzen. Offenbar übersteigt er dein Verständnis. Wir treffen uns an den Docks an der Channel Street, Japantown. Nachts, wenn dir niemand gefolgt ist, komme ich zu dir. Hast du das verstanden oder war das zu kompliziert? Tschüss. Okay. Okay, noch was. Wenn du mal vorbeikommen willst, persönlich mit mir reden, sowas, mach ruhig. Bin ehrlich gesagt ganz schön neugierig darauf, dich mal kennenzulernen. Okay. Wir müssen ihn irgendwann mal besuchen gehen. So, jetzt geht's aber weiter. Hier ist übrigens wieder ein Graffiti. Warum ist die Anzeige von dem Graffiti immer weg, wenn man in der Nähe ist? Da. Die Kraft. Die Kraft ist die Karte der Belastbarkeit. Sie wird mit Entschlossenheit, Mut und inneren Konflikten in Verbindung gebracht. Man muss sich anstrengen, um Hindernisse zu überwinden und so sein Ziel zu erreichen. Die Kraft bezieht sich sowohl auf körperliche Stärke als auch auf seelische Kraft, die aufgebracht werden muss, um das Unmögliche zu erreichen. Hey, Panam? Du bist also wie? Also, wo ist mein Auto? Wieso? Was stimmt denn mit dem hier nicht? Ist nur geliehen, nicht meins. Ich hab gefragt, wo mein Auto ist. Wir können einander helfen, meinte Rogue. Hätte ich mir ja denken können. Na gut, sag mir, was du weißt. Oder kriech zurück in Rogues Arsch und richte ihr aus, dass sie verrecken soll. Sag mal, bist du immer so aggro drauf? Nur wenn jemand versucht, mich zu verarschen. Wo zum Teufel ist mein Auto? Und was passiert, wenn ich's dir sage? Dann rast du los, erledigst alles allein? Weißt du, was dich das angeht? Ein Scheiß! Hey, komm schon. Bleib ruhig, okay? Du mich auch. Schon gut. Ich weiß, wo die Ware und dein Auto ist. Aber wenn du alleine gehst, kriegst du sie nicht zurück. Und gehst vielleicht dabei drauf. Also, lass uns was aushandeln. Was willst du? Geld. Ich brauche Geld. Ich befürchte, wir müssen in diesem Spiel so viel Geld bezahlen an irgendwelche Questgeber. Wir brauchen Geld. Ich muss einen Kangtao-Transport überfallen. Wird nicht leicht. Kann ich auf dich zählen?
Sag mal, hat man dir ins Hirn gefickt? Weil ich mit dir arbeiten will oder wegen dem Job? Kang Taos AV soll über die Jackson Plains fliegen. Angeblich gut für uns. Das bezweifle ich. Da ist ein Typ an Bord. Ich muss mit ihm reden. Scheiße. Im Gegenzug gibt's Infos zu deiner Ladung und ich helfe dir, dein Zeug zurückzuholen. Deal? Ich weiß nicht. Ich... Scheiße! Na, so fährt es aber auch nicht. Deal. Aber wenn du deinen Scheiß erledigt haben willst, brauchen wir erst meinen Thornton zurück. Also, wo ist der? Ich dachte, es ging eher um die Ware. Scheiß auf die Ware. Mit meinem Wagen kann ich jeden Transport in der Stadt übernehmen. Ohne ihn kann ich gerade mal Pizza ausliefern. Wenn überhaupt. Dein Auto ist in Rocky Ridge. Du weißt angeblich, wo das ist. Die Ware ist auch dort. Nash, du arschgefickte Missgeburt. Ich dreh dir den Hals um. Ist Nash dein Schumba? Hat er dich abgezogen, oder was? Er ist nicht mein Schumba, verdammt. Okay, dann halt dein Partner. Das war er mal. Zumindest hat der Schiff so getan, als ob. Hat sich mein Wagen und meine Ware gekrallt. Will jetzt sicher beides in Rocky Ridge verkaufen. Aber das kann er sich verdammt nochmal abschreiben. Rocky Ridge. Auf geht's. Warte mal. Ich muss kurz nachdenken.